So, Leute, da sind wir beim nächsten Spiel. Und ich habe einen Dommel dabei. Guten Tag. Und wir gucken uns heute an Yurion Texas, den sehen wir letzte Zeit auch viel zu oft, gegen Buck-Chain-Combo. Das haben wir schon länger nicht mehr gesehen. Aber auch schon öfter. Aber auch schon öfter, mittlerweile inklusive Decktag. Das Decktag dürfte morgen kommen. Morgen oder nächste Woche? Auf jeden Fall an einem Montag. An einem Montag und relativ zügig um dieses Video drumherum. Alter, diese Länder, ey. Großartig, war. Großartig. Wall of Text. Ja, All Text, Basics. Es gibt nichts Tolleres. Doch. Ja. Matchup hier? Was glaubst du? Ich bin, glaube ich, also kommt drauf an, wenn Buck relativ schnell chainen kann, ist er drum, aber. Oh, ich glaube, ich bin diesmal wirklich auf der Seite von Texas. Jo, ist halt mit Swords the Plowshares, Flicker Wisps, Solitudes. Ja, ja, das ist es nämlich. Du kannst da relativ viel interrupten. Mm, das stimmt. Und der Grindplan von Buck Chains ist gar nicht mal so gut gegen Yurion Texas. Ja, das ist halt so eine Mischung aus Countern und Discard. Discard und Removal und Gedöns. Aber ich glaube, ich bin hier auch tatsächlich beim Texas. Auch wenn natürlich eine Early Chain mit Protection da was machen kann. Aber selbst im Mainboard sind ja schon relativ tote Karten, wie zum Beispiel Veil of Summer. Jo. Und ähnliches. Kannst du halt gerade mal gar nichts mit anfangen. Ja, schon schwierig. Das ist ein Push auf jeden Fall noch auf der Hand. Der kann hier ziemlich handy kommen, je nach Karte. Ich habe da auch eine Line Sash gesehen auf der Hand. Solitude Talia. Talia ist natürlich gut. Ja, die frisst aber gleich wahrscheinlich einfach den Push. Ja. Hier kann man jetzt theoretisch auf den Sumpf gehen. Jawohl. Da kann man wenigstens sehen, was für ein Land sein soll. Blaue Wand auf Text, schwarze Wand auf Text. Ja, das ist korrekt. Und theoretisch sogar im Hintergrund, wenn sie jetzt durch das Foiling nicht so verschwommen wären, dann sieht man so ein bisschen auch das Mana-Symbol. Kein Mana. Man hat zwar noch einen Ponder, aber man muss halt jetzt den Push aufbewahren. Ja. Und da kommt jetzt das Karakas. Und das ist ein Problem. Geht für zwei, nimmt man zwei. Hat man noch einen Brainstorm oder so, dass man wenigstens irgendwas machen kann? Line Sash. Line Sash. Das ist ziemlich heftig. Da kommt ein Push. Ja. Die bounced man. Ja. Ja. The bounce. Do it. Was? What? Ja, man hat noch einen auf der Hand, aber... Ja, okay, da kann man die rausfressen. Aber man hatte... Ja, aber... Sacrifice it for greater goods. Ja, das stimmt. Hier ist ein Ponder. Da ist... Oh, das sieht nach Shuffle aus. War da ein Land bei? Ja. Halt, Poseju. Weiß nicht, wie geil das als Land ist, ehrlich gesagt. Ah, gegen so einen Haufen ist halt schon... Aber es ist besser, als zu schaffen und kein Land zu finden, aber trotzdem. Ja, das stimmt schon. Okay, da wird das Land gefressen. Delta gefressen, warum? Wenn man es kann. Wasteland Poseju. Assassin's Trophy, die Line Sash. Boah. Kriegt man wenigstens ein Land wieder? Das stimmt. Und man kann sich Yurion auf die Hand nehmen. Line Sash kostet Farbloses zum Aktivieren. Ich glaube, ein weißes. Oh, miteinander das Wasteland da getappt. Ach, das war doch auf die Aktivierung von der Wasteland. Genau. Ja. Aber da liegt das Wasteland ja nicht mehr. Ja, das wird hier, glaube ich, übersehen. Aber oder einfach zur Erinnerung noch aufs Feld gelegt. Kann ich beides sehr gut sehen. Ja, stimmt. Und auch sehr gut verstehen. Line Sash kostet ein weißes. Das heißt, man könnte sie hier nochmal aktivieren. Das Problem ist, es bringt halt nicht so viel tatsächlich. Das stimmt. Weil man kriegt ja dadurch kein Leben und so weiter. Man kann halt noch was exilen für gegen Yurion. Aber. Ja, ich würde, glaube ich, den Yurion auf der Hand nehmen und dann Feierabend machen, wenn man nichts hat, was man als Follow-up hat. Ich glaube, es ist noch eine Talia auf der Hand. Dementsprechend kann man die, glaube ich, einfach droppen noch. Ja, man kann Talia droppen und die Orion auf die Hand nehmen. Man kann jetzt, das hat sich schon rausgesucht, ne? Genau. Es kostet ein bisschen mehr, als man hat. Weniger Gen, mehr aufpassen, was passiert.
Da kommt Ficker Wisp. Ficker Wisp. Hm. Ja. Ficker Wisp, Tat, Karkas, Karkas kommt ins Spiel. Land? Ne, Baleful Strix. Einmal Eule zum Mitnehmen, bitte. Kann Land ziehen? Nö. Veil of Summer, schlechteste Draw im ganzen Deck. Tja. Da ist auch noch eine Library auf der Hand. Oh, ja, ja, nein. Das war ja alles im Ponder. Ja, die hat nein. Jetzt gerade das Ponder da rausgezogen. Solitude, ein Leben. Das ist jetzt genau der Grund, weswegen ich... Geht man auf 17. Geht auf 17. Geht man auf 14. Boah, das ist schon heftig. Ja, aber leider falsche Farbe. Ja, das nützt nicht viel. Haben wir jetzt als keine Farbe? Jinx, Duras. Und Duras hittet was, oh mein Gott. Wow, das ist jetzt alles, was ich nicht erwartet hätte, dass Duras was hittet. Ich auch nicht. Jetzt hat man wenigstens mal grün. Aber es ist ein schönes Duras, ich mag die Jinx-Karte. Boah, ich hab das Artwork gar nicht im Kopf. Also aber Arcane-Style, ne? Genau, Arcane. Und da siehst du halt, wie bei Jinx dieser Crack im Glas ist, wo der Spiegel bricht. Wo der Crack im Glas, Anführungszeichen, ne? Ja, ja, ja. Boah, Solitude hier. Das Jane. Solitude wurde nicht mit angegriffen. Anscheinend nicht. Ja, wegen der Belfol, ne? Aber... Boah, man hat die Chain schon mal auf der Hand. Der Gegner hat, glaube ich, Low-Hand-Cards. Eine, glaube ich. Ja. Ah, die kennt man, glaube ich, sogar. Das war doch ein Land. Oder? Ne, ist der frische Land Draw. Land der Port, den hat man schon gesehen. Das ist der frische Draw. Genau, ist der frische Draw, den man nicht gespielt hat. Und, Ja, aber man ist halt jetzt so kurz davor, einfach mit der Combo abzugehen. Das ist man ganz, ganz oft mit dieser Combo tatsächlich. Also wirklich oft mit dieser Combo. Und, da hat man gerade den Nachteil gesehen von einem Judge, der gleichzeitig spielt. Ja. Was? Vor allem an Kamera. Ebene und Mama. Ich hab da jedes Mal Queen im Ohr. Mama. Falsche Richtung. Lifelink wäre echt kacke, wenn sie auch noch Leben abziehen würde. Aber da kann man auch noch die Mama droppen, oder nicht? Ja. Ja, ne? Dann Mutti hat mal die Hosen runtergelassen. Dann nimmt man doch den Jojo auf die Hand. Ja. Boah, da kann man nicht so runter noch bouncen. Ja, vor allem kann man die... Oh, falsch Land gehabt. Vor allem kann man hier halt auch... Ach, Port hat man auch noch. Oh Gott, ja. Port hat man auch für das Grüne. Da ist ein Force, da ist ein Chain und ich... Und ein Apprentice. Ein Uro auf der Hand. Uff. Also die Chain hat man schon. Ja, und der Apprentice wird halt nicht so schnell gedroppt. Das tut schon weh. Weil ohne Grün ist es halt echt aufgeschmissen, so ein bisschen. Ja. Oder nimmst du das Force für den Jorion? Ich glaube, das ist sogar wichtiger. Ja, da wird es auch höher gevalued. Aber man spielt noch nicht mal den Uro. Kein Grün. Kein Grün, da fehlt ein Grünes. Boah. Westland und Ports, die beiden Lieblingskarten eines Torben. Ja. Beat für 3, Life Gain für 3, für Jorion. Das wird so langsam echt knapp, du. Ja. Jorion, nicht mit dem oh mein Gott, nicht mit dem Karakas spielen. Better Skull, die kannst du auch noch direkt forcen, da muss ich mich auch weg, dort Vieh. Die muss auf jeden Fall weg. Ja, ist halt die Frage, wogegen du verlieren willst, ne? Die wird nicht geforst, oh mein Gott. Ja, da war jetzt die Frage, ob man einfach gewinnt. Ja, das stimmt. Boah, so close. Boah, schwierig. So close. Schwierig. Ein grünes Mana, das Ganze sieht so irgendwie anders aus. Aber das ist ja ganz oft so, gerade gegen Texas so, wenn du ein Wasteland weniger gehabt hättest, dann hätte ich das Spiel gedrehen können. Ja, ist halt immer um die Edge, ne? Rest in Peace, Cataclysm. Boah, so ein paar. Man könnte sogar an dem Ding überlegen, an dem S, Holy Light. Gehen dann ins Einsam. Crime and Punishment, auch sehr cool. Das ist praktisch eine Pernicious Deed als Sorcery. Man muss aber 3 Mana direkt mitbezahlen, dadurch finde ich die ein bisschen schlechter als Pernicious Deed. Ja, aber wenn du man sieht sie nicht kommen. Ja, ja, aber wenn du Innovat für 1 oder 2 wegnehmen willst, 5 Mana hat Mama. Ja. Oh, dort.
Das ist eine Double Chain Hand. Nee, nee, es wird gemischt. Auf beiden Seiten. Ich glaube, das ist jetzt schon ein zweiter Mal ein Bug, oder? Ich glaube, der erste. Deck Mulligan auch immer so semi-geil, ne? Das ist wahr, das ist wahr. Du willst halt viel haben. Ja, du musst halt irgendwie runtergrinden können. Das ist schon ein bisschen schwieriger. Aber. Oh, das Wasteland, Lion Sash, Rest in Peace. Caracas? Ja. Oh, die Hand von Chains Combo sieht auch nicht so geil aus. Stand Go, Ebene, Go. Vogel. Gaga. Ja, da sind eine Menge Gagas drauf. Das Problem ist, man muss hier wieder auf ein Duel gehen. Ja, mindestens eins. Also die Frage, ob man auf Blau geht oder auf Schwarz als Basic und dann halt das Duel. Das wär einfach der Moment, wo ich einfach zwei Ussis raussuchen würde. Ja, stimmt. Oder ein bei. Ne, doch. Weil das ist jetzt wieder das Problem. Jetzt ist automatisch der Gegner in der Möglichkeit, dich zu wastelanden, um dir alles wegzunehmen. Jupp. Und das ist immer dieses Gefährliche, wenn Leute entweder No-Duels oder Full-Duels spielen. Die sind davor relativ safe. Aber diesen Mischmasch mit Halb-Duel und so weiter macht es halt echt mies. Weil wenn es jetzt beides Duels gewesen wäre, hätte es gut sein können, dass der Texas-Spieler statt zu wastelanden Einfach was spielt. Und dann hätte man jetzt mit dem dritten Fetchland die letzte Farbe voll machen müssen oder können. Und dann wäre er drum gewesen. Deswegen, ich bin ja eh der Weg des Full-Duels, weniger als des No-Duels. Ich sag nichts, mein letztes Deck-Text sagt alles. Ja, da war ein Kleinwagen dabei. Force, da ist auf jeden Fall schon der Prentice. Chain fehlt noch. Oh. Das, ja. Sagst mal den Trigger an. Rest in Peace wird geforst. Was findet man mit Rest in Peace? Uro. Ja. Der macht aber auch nicht die Menge. Ach doch. Außer natürlich mal Landen auf der Hand. Ja, das ist dann, natürlich dann, das ist so ein solider Antwort. Das ist was völlig anderes natürlich. Kein Land zum Reinlegen. Haufe für zwei. Ja, Haufe 2, go. Ja. Zwei Strikes ist schon stark. Da ist eine Kaldera Complete, die ist auch ziemlich stark. Die kommt aber erst in ein paar Runden. Yes. Das ist eine Lion Sash, die ist ein Problem. Ja, vor allem, weil sie den Uro frisst. Ja, die frisst jetzt instant den Uro weg. Ja. Hm. Oh mein Gott, man hätte das auch nicht mal hingekriegt, den zu casten. Da hat man noch eine Strix und der Apprentice, Speed für 2. Jo, man kann jetzt halt auch einfach den Beatdown-Plan gehen, man hat den zweiten Apprentice noch auf der Hand. Man kann halt jederzeit Combo threaten. Das ist schon gefährlich. Ist gar nicht so dumm. Du legst jetzt einfach den zweiten Apprentice nächste Runde und er muss beide beantworten, um nicht an der Combo zu sterben. Instant. Das ist korrekt. Weil die super 6 oder 5 oder irgendwas. Ja. Das ist ein Recruiter. Eine Flicker Wisp. Auf jeden Fall ein Dings. Solitude, ja. Eins Solitude ist auf jeden Fall stark. Boah. Kaldera Complete ist auch drauf. Ist halt wieder so dieser Moment, ne? Jetzt kann der mit einem Top-Deck einfach platt machen. Ja, das ist halt jetzt dieses, leg ich noch so einen Typen. Dude. Dann spiele ich mal Chain auf mich selber und hab gewonnen. Ja. Chain. Uff. Oder man spielt Thorsies. Und kriegt die. Man hat auch den Beatdown-Plan. Also halt Thorsies so. Gibt jetzt einfach. Safe. Der wird sogar rausgenommen. Ja, ist ja soweit nicht schlimm. Der Trigger ist trotzdem auf dem Stack. Ja, der Trigger ist auf dem Stack. Der kann man auch, glaube ich, gar nichts gegen machen. Schwierig. Wow. Noch ein. Das heißt, man kriegt jetzt 4-6 Leben. Ja. Und verliert dann wieder 2? Der Gegner verliert 2 und die. Und Nitschkal. Wow. Das war ein krasses Fortsies, mein Freund. Wow. Vor allem, weil die Solitudes jetzt auch einfach das Spielfeld verlassen. Und dann kann man einfach mit der Bayfoot Strix reinhauen. Das ist eine 4-Runden-Clock. Hui. Easy. Das sieht zu wenig aus vom Leben her.
Ja, er hat die 2 gerade eben abgezogen. Oder meinst du die 23? Die 23. Kausa, ja, 2 Leben verloren. 2 Leben vergessen kämpfen. Hat, von dem Ding zu machen. Es sei denn, der macht nur einen Meter einen Schaden und gibt dir kein Leben. Ich meine, der geht dann vierten Leben, du kriegst ein Leben. Was passiert denn jetzt da? Da wird ein Ball getappt und 2 Mana. Naja, da wird. Ach so. Lian Sash im Angriff noch ein bisschen gepumpt. Dann wird der Port offen gehalten für Port Blau. Ich habe gerade gedacht, die Lian Sash wäre eine Weil. Oh, was ist denn heute los? Ja. End of Turn, ja. Ja, nee, ist nicht End of Turn. Main Phase, was ich nicht ganz verstehe. Wie go? Da hätte ich nie gemacht. In einem Deck mit Recruiter of the Guard hätte ich dem nie 2 Solitudes gegeben. Ich auch nicht. Ich hätte dem nicht in den Friedhof. Also, nee, man muss es ja nicht machen. Ja, und selbst wenn, da hätte ich meinen genommen. Und da geht jetzt. Warum gibt man jetzt nicht allen? Macht's rechnerisch. Nö, rechnerisch macht nicht viel Unterschied. Sein, er hat irgendwie eine Jitter gleich. Hat man irgendwie Angst davor, dass die jetzt irgendwann angeflogen kommt? Weil jetzt kann er sich die Kaldra wieder raussuchen. Das ist genau der Punkt. Man hätte hier halt die Dinge offen lassen können. Die Endurance. Hätte ihn dann jetzt einfach rufen lassen können. Er hätte, wenn er mit beiden Bale for Swixen angegriffen hätte, wäre der Gegner auf 7. Der hätte hundertprozentig damit angegriffen. Und dann im Backswing hätte man halt was versuchen können. Aber so ist echt schwierig. Jetzt hat man halt die Kaldra wieder vorm Bug. Die hat man, das ist nämlich natürlich dieses, das hast du dir selber eingebrockt. Ja, ja. Gut, auf der anderen Seite, Kaldra finde ich hier nicht annähernd so schlimm wie eine Jitte. Also stimmt, hier jetzt eine Jitte wäre vernichtend gewesen. Die würde dir alles abräumen. Die wäre absolut vernichtend. Ich hätte die auch einfach an die Stormforge ausgerüstet. Jo. Und dann gib ihm. Wenn also, die Stormforge an einem Geier stirbt, noch besser, muss eine Marke weniger runternehmen. Ja. Also da hätte ich jetzt vielleicht nicht die Kaldra genommen, sondern eher die Jitter. Ja, aber die Kaldra, die macht ja halt. Also du hast jetzt auch im Flug 3, die ankommen. Ja. Du hast jetzt noch die Line Slash als Blocker. Ja, nämlich halt 5. Also das finde ich jetzt nicht so schwierig. Total egal. Das ist dann Ponda, glaube ich, auf der Hand. Ja. Wie gesagt, Jitte wäre jetzt ein Problem. Jitte wäre jetzt ein richtig hartes Problem gewesen. So, Port. Jetzt hast du halt immer noch 3 Baleful Strix, die dich langsam unter sicher töten. Port? Ponda. Achso, Port. Warum vergisst der dauernd die Port? Ich weiß nicht, vielleicht hat er irgendwas, was er casten möchte. Oder da sind Caracas. Caracas ist doof. Aber gut, das ist Fetchland. Das macht es wieder ein bisschen ertraglich. Fetch. Wahrscheinlich auf Blau. Duel. Okay. Was hat man denn jetzt, was man noch reindroppen könnte? Uro ist nicht mehr im Friedhof, richtig? Nee. Nee, der ist nicht mehr im Friedhof. Da haben wir noch einen Ponder, ne? Ja. Noch ein Ponder. 1, 2, 3. Die zeigen dir auch nur Schrott, ne? Brainstorm und 2 Länder, ne? Truffle. Boah, das ist so knapp. Es ist wirklich, wirklich, wirklich spannend und knapp. Weil diese 5 Leben sind halt jetzt 2 Angriffe mit Strix. Eine zurückbehalten. Ja. Und dann nächste Runde Angriff mit den 3 Strixes. Ja, nächste Runde ist halt Feierabend. Warum wurde da jetzt nicht geportet? Ich habe keine Ahnung. Auf 3 die Erderfiole. Ein Swords. Weil es ein Swords ist, ja. Boah. Ja, Kaldra greift safe an. Ja. 8-3. 8-3 ist halt knapp, gerade mit dem Ding auf der Hand. Ja, Stoneforge müsste hier. Du kannst Beastgirl holen. Beastgirl oder Jit. Beastgirl. Ja. Du kannst ihn Block reinlegen, wenn er angreifen würde, was er langsam. Jetzt nicht mehr tut. Das ist zu langsam. Da muss noch irgendwas passieren. Wie auch hier hätte man Jit nehmen müssen. Stimmt, man hat immer noch das Swords auf der Hand. Ja, aber dann muss man sich selber was jetzt warden, damit es anständig funktioniert. Ja. Weil jetzt wardet man die Belfast Drakes, dann gibt man auf 1. Und nächste Runde ist man tot. Es sei man topdeckt irgendwas. Grundsätzlich ist hier fast schon die Überlegung dann sehr, was zu denken. Das ist schon. Brainstorm. Wenn jetzt eine Force rauskommt, ist halt um, wa? Deswegen, also es ist schon. Boah. Da wäre die Jitte wesentlich besser gewesen, um das Board einfach runter zu kontrollieren. Was hat der da? Das ist ein Land. Ja. Das ist ein
Bob? Echt? Der Bob? Nee, da? Bob bestimmt nicht. Krass. Ja, der jetzt extra nicht am Friedhof, aber okay. Boah. Dafür drei. Sedgemowitch. Sedgemowitch, okay. Brainstorm. Push. Ei. Ei, das ist gut. Jetzt kriegt man einen Grinsetoken. Ja, mehr Grinsetoken baut das Land. Und ja, dann sagt man Go. Proxy-Leben. Ja, den kann man auch locker in die Kaldra reinhalten. Ah, nee, warte mal, der wird exiled. Ne? Der wird exiled, das aber... Das ist ein Die-Trigger. Das ist ein Rest in Peace. Nee, das hätte man andersrum noch kontrollieren müssen. Da ist es um. Hm. Schick. Also haben wir ein 1-1. Wenn jetzt nicht irgendwas total schief läuft. Nö, ich sehe da, selbst mit einem Angriff funktioniert es nicht mehr. Ja, 1-1. Ja, vom Sideboard her ändert sich was los. Ich glaube nicht. On the Door on the Play ist für die beiden Decks relativ irrelevant. Chain konnte auf jeden Fall schon mal die Dings rausschmeißen, die Wales. Ja, die sind ja aber hoffentlich schon beim ersten Sideboard rausgeflogen. Also, hoffentlich wirklich. Ja. Da wird auch nochmal das Sideboard durchgecheckt. Da werden sogar noch Karten reingenommen. Krass. Auch hier wieder wunderschön mit der neuen Matte, die jetzt bis zum Rand geht endlich. Ich bin so stolz. Mulligan von Bugchains. Jorion scheint zufrieden zu sein. Hm. Der Bugchains-Spieler, der Mulligan auch gerne, ne? Ja. Der macht sich das Leben gerne extra schwer. Genau, er braucht halt eine Herausforderung. Ich spiele ein Brewdeck und Mulligan sehr gerne. Dafür macht es dann trotzdem meistens den Sack ziemlich gut zu. Ja. Auf der anderen Seite jetzt natürlich mit Texas on the Play, wenn jetzt wieder mal seine Petkarte mit Edafiole erste Runde droppt. Hat er? Ich glaube nicht. Hat er nicht, aber hat eine Mudi. Mudi ist schon stark. Ja, können wir mal umpushen, ne? Oder? Ja, wenn Push da ist. Aber ich weiß nicht, ob Push hier mal funktioniert. Go. Nee, ist es nicht da. Das ist schon schlecht. Das ist gefährlich. Aber kein Two-Drop, aber ein Three-Drop. Three-Drops hat das die Hand ohne Ende. Jetzt kommt erstmal ein Eiergeier. Fetch. Wahrscheinlich auf zwei Basics. Zwei Basics, gehe ich auch von aus. Torben ist da ziemlich unspektakulär, wie wir gelernt haben. Ja, einfach auch zwei Duels nehmen. Die Welt ist doch so schön mit Duels. Ja, einfach mal Money on the Bank. Jetzt Strix. Und naja, dann geht es bei Jorion Texas mit drei Mana drop los. Mhm. Spielt Jorion Texas eigentlich so ein One-Off oder ein Two-Off Carven? Meistens ein oder zwei, also man kann ein oder zwei spielen. Dann spielt man da meistens das Field of the Ruin, nicht? Okay, weil das fiel mir nämlich gerade ein, ja. Weil Chain kann ja countern und du hast so viele Kreaturen, dann kannst du auch einfach die Carven mit reinballern, wenn du den Platz hast. Ja. Also Carven hatte ich meistens eine bis zwei drin in den Decktext, die ich bisher gemacht habe. Also in den Decks, die ich dann letztes auch gespielt habe. Darf sie halt dann Natural drawen, ne? Aber ist ja. Habe ich so eine Sedgemore Witch on the Chain gesehen? Yep. I do like. Aber I really ich weiß, do like. Dass Jorion Texas ja auch ein Solid Draw auf der Hand hat. Egal, I do like. Ja, Mono Black Combo mittlerweile. Ist auch sehr, sehr schön. Sedgemore Witch. Und ein Sword. Solitude und Sword. Brainstorm hat man noch. Jetzt kommt das Solitude schon geflogen. Zwei, drei Leben. Okay. Ward? Ja, das war, glaube ich, so ein zweimal Ward. Okay. so dieses, oh fuck, da steht ja noch mehr drauf. Ja. Stimmt, Last in Line Sash, Stoneforge. Man hat halt jetzt zumindest schon mal die Chain auf der Hand. Man hat ja genug Outlets dafür. Wahrscheinlich waren die Sedgemowitch sogar im Sideboard. Nee, eines Mainboard. Ja? Gegen Surgical. Ja. Gar nicht so unclever. Ja, man könnte meinen, das Deck wird durchdacht, ne? Also ganz im Ernst. Ist eine Runde zu spät. Nein! Aber hat noch einen Brainstorm. Do it. Chain dich. What? Boah. Natürlich hier spannend, ob derjenige das zurückwirft. Okay, wollen wir jetzt alle in die Steinzeit zurückschmeißen? Ja, da würde ich jetzt den Recruiter weghauen.
Recruiter muss gehen. Willst du zurückwerfen? Nein, möchte ich nicht. Okay. Das ist meistens schlauer. Mhm. Ah, Dum-Dum, gib mir meinen Gum-Gum. Ich rate, jetzt findet der den... Ne, das da ist ein... Ein... Doch. Das ist ein Witherbloom-Command. Witherbloom-Command und ein Endurance. Ja, und eine Hymne. Oder? Ist das Dunkle da? Nee, das Dunkle ist irgendwas anderes. Ja, aber Witherbloom-Command sieht man auch immer öfter. Ja. Auch wenn er sehr nischig ist, weil er sehr, sehr seltsame Effekte hat, habe ich das Gefühl. Mm. Ja, die aber warte mal, die Zenith Blue Listen? Oder wer ja, die haben den auf jeden Fall gespielt. Bug Zenith Listen, ja. So, was hat man jetzt noch gemacht? Hat man hier nicht so viel gespielt? Nee, wo hat man angefangen? Nee, Steffen hat angefangen. Steffen hat angefangen. Okay, ja. Aber muss wohl irgendwo einen Landdrop gemisst haben. Weil Sedgemawitch war Fetch Sedgemawitch. Ja, stimmt. Und letzte Runde war dann Chain into. Und dazwischen ist Coin Wasteland Effect geflogen. Nö. Oh, 50 Mana. Witherbloom, ja. Kummer. Jetzt bin ich gespannt, was so da rumkommt. Die kriegt minus 3, minus 1. Und was passiert da noch? Handkreatur oder so auf die Hand oder Mill oder keine Ahnung. Nee, Mill drei Karten im Land auf die Hand oder sowas gibt's ja auch. Ja, mal. Genau. Ja. Nee, gibt Schutz. Ach, stimmt, die kann der Schutz geben. Ah. Ah, Drain, ah, okay. Drain. Das ist eine Assassin's Trophy. Das ist eine Trophy, okay. Das funktioniert nicht, weil Kaldor ist ein Zerstörer. Ja, haben sie, glaube ich, gerade beide gemerkt. Der ja. Steffen lacht nämlich ganz dreckig. Ja, ohne dass sie Land rausholen. Oh, zerstöre ja, eine Kreatur, der Beherrscher der Kreatur. Die wird zerstört, okay, ja. Alles klar. Kaldra steht dann, denkt sich, ja, okay, passiert halt. Genau, es ist nicht, if it is destroyed, it's players. Wow, es ist einfach ein Mana-Ramp gewesen. Zwei Mana schenkt dem Gegner. Zwei Mana buchen das Wachstum auf dich. Cool. Wenn du Land-Tax spielst... Ja. Hey, to be fair. Rest in peace. Das sieht ziemlich schlecht am Over aus. Oh, jetzt Kaldra. Ja, da kann man greift sogar die ganz respektlos hier die Stoneforge Mystic mit an. Ja. Was ein Hurenbock. Ja, das mit dem Ding, mit dem uns stirbt. Das ist auf jeden Fall, ich glaube, das ist um. Also da wüsste ich nicht, wie man rauskommen sollte. Ja, das ist aus Feierabend. 2-1 für Jurion Texas. Oh mein Gott, das waren richtig, richtig coole Spiele. Wenn am Ende ein bisschen Luft raus war, aber das ist normal bei solchen Spielen. Das war, glaube ich, auch der letzte Spiel an dem Abend. Dementsprechend ist das zu verzeihen. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß.